Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Feuerrose Egglog. Mein Name ist Pomontutorial TV und es geht heute hier weiter. Wir haben ja in der letzten Folge hier Schluss gemacht und gegen den lieben Blau gekämpft. Und ja, wir sollten uns ein wenig umsehen, was denn hier oben und unten noch auf den Decks so los ist. Denn es gibt hier auch noch jede Menge Trainer zu entdecken. Und ich habe gedacht, komm, machst du mal Mogelbaum nach vorne. Aber ich glaube, das war keine so gute Idee gegen Angler Albin. Denn wer weiß, vielleicht kann Goldini ja schon Aquaknarre. Aber ich werde Steinwurf einsetzen. Ich glaube, das beantwortet die Frage, ob Goldini Aquaknarre kann. Hornattacke gegenüber eines Gesteinsbogenmons ist nicht so gut. Ja, Verteidigung haben wir auch genug. Gum Gum, alles in Ordnung. In der letzten Folge haben wir ja auch ein paar neue Pokémon bekommen. Darunter ein Oh-Shit-Sandern. Und ja, da war aber nicht wirklich was dabei, wo ich gesagt habe, das will ich ins Team aufnehmen. Vielleicht kommt ja noch irgendwas, wo mir den Gedanken vereinfachen wird. Aber im Moment ist da noch nichts dabei. Wie gefällt euch eigentlich das Projekt bisher so? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Natürlich könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ach ja, da fällt mir gerade ein, der Mann, wo wir am Anfang hatten, dieser Folge, wo uns das Relaxo gezeigt hat, das ist eigentlich auch ein relativ vergessenes Feature, dass das in den Pokédex aufgenommen worden ist. Also, weil das war nicht immer so gewesen, dass das in den Pokédex aufgenommen wird, wenn man dann automatisch ein Bild vom Pokémon sieht. So basiert ja auch dieses Poke-Nuff-Feature von Omega Rubin und Alpha Saphir ein wenig auf dem ersten Generations-Feature. Aber das war ja damals alles relativ einfach. Man kann jetzt zum Beispiel im Kanto-Pokédex nachgucken, dass hier an der Stelle natürlich ein Relaxo abgebildet wird. Gebiet ist natürlich unbekannt, aber wir wissen ja ungefähr, wo die jeweiligen zwei Relaxo sich verbergen. Jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere, gibt es seltene Pokémon, von denen ich vielleicht noch nichts weiß, die es aber in Feuerrot und Blattgrün zu fangen gibt. Und ich meine, es gibt Lapras zu fangen. Und zwar auf Island 4. Sicher bin ich mir da aber nicht. Aber ich meine, ich habe Lapras mal dort gesehen. Ganz, ganz hinten bei den Eiskaskadenhöhlen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass der Steinwurf gerade dann daneben geht. Okay, es macht Doppelteam. Nicht so toll. Komm, Steinwurf muss mindestens die Hälfte abziehen. Gut, das ist auf jeden Fall wesentlich mehr als die Hälfte. Komm, Steinwurf. Ah, wunderschön. Die Steinchen treffen alle Pikachu. Was ein Glück ist, es auch keine direkte Berührungsattacke. Und das heißt, Pikachu ist jetzt auch direkt besiegt. Gibt viel Kohle und ein Item, was auch Kohle bringt. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir hier wieder raus. Gehen in die nächste Tür rein und gucken, was sich hier drin so verbirgt. Hallo! Ich habe schon Pokémon über Wasser gleiten gesehen. Mit Menschen zusammen. Hilfe! Wie ist das nur möglich? So, ein Trainer. Was magst du lieber, starke oder seltene Pokémon? Ich habe ja immer sozusagen gepflegt, beides. Stark und selten. Das ist die beste Option. Ja, Mogelbaum geht in die Geschichte unserer Let's Plays ein. Macht sehr gute Dienste, muss ich auch sagen. Wir haben jetzt ungefähr das Level, wo wir normalerweise in Dukatia City haben würden. Aber momentan ist alles im grünen Bereich. Vulcano ist besiegt. Level 22 für Gum Gum. Boah, ordentlich. Ponita. Da wechseln wir auch nicht. Unser Feuerpferd, das aus der Hölle kommt. Wer die letzte Folge gesehen hat, hat es natürlich verstanden. Wer nicht, der sollte sich es unbedingt reinziehen. Wir haben ja schließlich auch unseren Satan endlich gefunden. Menschenskinder. Es gibt schon lustige Namen, die vorgeschlagen worden sind. Ponita bringt auch viele Erfahrungspunkte. Für ein Feuer-Pokémon äußerst viel. Aber auch Arcani ist da durchaus gut mit dabei. Ja, das waren noch die Zeiten, wo die Kämpfe einzeln getriggert worden sind. Das wurde erst in Smaragd eingeführt, dass wenn zwei Trainer gleichzeitig dich sehen, dass dann auch ein Doppelkampf getriggert wird und kein Einzelkampf. War sehr cool gemacht.
gab es ja dann auch in Diamant, Perl und Platin, soweit ich weiß. Dieses Feature, dass man gegen zwei Trainer gleichzeitig kämpft, dass die sich zusammentun und dann einen Doppelkampf gegen die macht. Fand ich persönlich richtig nice, dass das eingeführt worden ist. Aber man hatte in der zweiten Generation durchaus auch so Trainer eingebaut, die extra zwei Kämpfe hintereinander machen. Das war dann schon ein bisschen krass. Ich glaube, in Smaragd gibt es sogar teilweise Stellen, wo drei Trainer auf einmal dich sehen. Aber auch, glaube ich, in Hard Gold und so Silver gibt es eine, wo dieser geheime Strand ist, ja, wo man, was bekommt man da nochmal? Ich meine, man bekommt Zauberwasser, sicher bin ich mir aber nicht mehr. Da in Hard Gold und so Silber bekommt man, glaube ich, Zauberwasser, muss man gegen Austus Level 28 kämpfen, also es ist relativ starker Gegner oder jetzt hat auch starke Gegnerinnen und deswegen denke ich, das ist auch ein sehr, sehr starker, ein sehr, sehr starker Ort für sehr, sehr starke Trainer ist. Mensch, da ist mir gerade der rote Faden ein wenig flöten gegangen. Er ist vom Bord gegangen, wenn man so will. Sowas mit euch. Der Captain war kreidebleich, er sah schlecht aus. Ja, das ist halt so, wenn man älter wird. Da verliert man den jungen Teint. Da hilft auch keine Nivea-Creme mehr. So, hier gab es ja noch einige Trainer, stimmt. Ahoi, bist du seekrank? Verrät mein Teint jetzt etwa, dass ich seekrank bin? Ich muss ja sagen, ich war mit meiner Klasse mal... Oh, das ist ganz, ganz schlecht. Ich war mit meiner Klasse mal auf Helgoland gewesen, der einzigen deutschen Hochseeinsel überhaupt. Und wir mussten, weil die Fahrrinne nicht ausgebaut war, von einem Schiff auf ein Boot umsteigen. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht schwimmen. Und ich hatte so Schiss gehabt, dass ich ins Wasser fall, dass ich beinahe daneben getreten bin. Der Typ hat mich nur festgehalten und hat gefragt, kannst du schwimmen und so. Da habe ich gesagt, nee. Und der hat gesagt, du siehst leicht seekrank aus. Und mir ging es auch wirklich so. Das Schiff hat so gewackelt und so. Und es war auch total unruhig in der See gewesen. Und es war auch schlechtes Wetter zum Schifffahren. Also ich bin da schon sehr seekrank geworden. Jetzt war ich ja auch im Urlaub auf Föhr gewesen. Ich denke, das habt ihr auch mitbekommen. Und da war es so gewesen, da sind wir zwar auch mit dem Schiff gefahren, aber merkwürdigerweise habe ich da überhaupt nichts gemerkt. Das fand ich dann schon sehr kurios irgendwie. Wann sich wohl Putty entwickeln wird? Ich frage mich das gerade. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Och komm, Tentacher, warum? So, komm mal Schlecker. Putty, das sind nur Enten. Siehst du? Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Kann man das nicht eigentlich Siri sagen? Dass sie alle meine Entchen singen soll? Und die singt dann wirklich alle meine Entchen? Ich meine, da war irgendwas. Entwickelt sich Putty auf Level 20 oder auf Level 22? Wohl auf Level 22. Aber es müsste sich bald entwickeln. So viel fehlt nicht mehr. Wie wäre es mit einem Tänzchen? Och komm, ich bin nicht Full Life Games. Menschenskinder. Doch schon wieder. Jetzt muss ich schon wieder Mogelbaum wechseln. Ja, komm, Mogelbaum. Komm zurück. Putty ist auch da. So, Level 20 ist es mittlerweile. Ja, Karateschlag funktioniert bei Nebulak nicht. Oh. Ich hätte natürlich auch Nachtnebel einsetzen können. Habe ich auch nicht getan. Warum? Weil ich es vergessen habe. So, deswegen machen wir nochmal Nachtnebel. So, Silberblick. Da sinkt natürlich die Verteidigung. So, machen wir wieder Nachtnebel. Ja, es will nicht funktionieren, es will nicht funktionieren. Maholo punkt sich auf. So, dann machen wir nochmal Nachtnebel. Nachtnebel, Nachtnebel, Nachtnebel. So. Gibt Erfahrungspunkte. Reicht natürlich für Gum Gum zum Level Up. Und das nächste Bomb ist Muschas. Da können wir auch drin bleiben. Sollte eigentlich nicht gefährlich werden. Wenn es gefährlich wird, wäre das natürlich bitter. Das wäre dann das erste Bomb, was irgendwie K.O. geben würde. Ja, Panzerschutz darf es durchaus einsetzen.
da passiert bei Nachtnebel nicht wirklich viel. Hat nicht viel KP. 40 KP reicht aus, Muschas hier mit einem Tuit-Geo aus dem Spiel zu nehmen. Das ist schon bedenklich. 576 Poké-Dollar gibt's. Ich meine, du willst auch kämpfen, oder? Nö. Ich werde das Deck wohl nie sauber gekommen. Ja, warum geht der Captain nicht raus? Das Schiff sticht bald in See. Wenn du wüsstest, wie der Captain aussieht, dann wüsstest du, dass er nicht in See stechen kann. Sag mal, ich frage mich eigentlich, ob... War hier nicht irgendwo immer ein verstecktes Item gewesen? Ich meine, hier gab es noch irgendwie ein verstecktes Item. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht mehr. So, das haben wir auch alles schon. Halt, 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 halt. Aber wir gehen unsere Pokémon heilen. Wenn wir schon gerade hier sind. Was ein Glück, müssen wir hier echt nicht mehr vom Schiff. Also das war schon sehr nervig gewesen. So, dann einmal nach unten. Zack. Ja, das war hier der Hypertrank in diesem merkwürdigen Abfalleimer. Hallo. Mit seiner Stärke kann es sogar Felsen bewegen. Ja, dann nehmen wir hier auch noch den Supertrank mit. Ich meine, hier gibt es auch noch irgendwo einen Top-Aether in einem der Zimmer. So, da sind auf jeden Fall zwei Matrosen. Mein Ruf auf Seebär steht auf dem Spiel. Ja, ja, ist ja in Ordnung. So. Eieiei, Seebär. Da fällt mir gerade ein, ich habe Seebär und Seemon mal versehentlich, glaube ich, in Folge 11 als Wasserflug-Pokémon betitelt. Das ist natürlich Blödsinn. Sie sind nur Wasser-Pokémon. Wieso ich jetzt auch auf Asiatisch zurückrufe. Das hatten wir ja schon ewig nicht mehr. Kriege ich jetzt aber eine Rauchwolke ab. Finde ich nicht so toll. Übrigens wird Naturkraft auf solchen neutralen Böden immer zur Sternschauer. Ist schon interessant. Ich meine, in der Arena wird es aber zu was anderem. Sicher bin ich mir aber nicht. 150 Erfahrungspunkte. Es kommt Tentacha. Ich wechsle, weil Tentacha kann Giftstachel. Nicht, dass ich jetzt hier vergiftet werde und viel KP abgezogen bekomme. So, Bedroher wirkt. Achso, neutral ist auch so, macht Bedroher wirkungslos. So viel zu dem Thema. Ja, es ist aber bei Tentacha uninteressant, wie ihr seht. So, nächstes Pokémon ist Muschas. Dann rufen wir wieder zurück. Lombreros Genauigkeit ist ja wieder hergestellt. Das ist das Schöne, wenn man immer wechselt. Diese Genauigkeitsgeschichten werden immer zurückgesetzt. So, das war ein relativ einfaches Tuit-KO bei Muschas. Jupp, und da ist es weg. 352 Erfahrungspunkte und Matrose Pierre ist besiegt. 544 Poké-Dollar gibt es dafür. Du weißt, wie Seeleute lieben es zu kämpfen. Jo, dann auf geht's in den nächsten Kampf. Muschas wird eingesetzt von Leonard. Das Level 21. Da kommt natürlich Muggelbaum ins Spiel. Komm, dann gehen wir wieder auf Asiatisch. Das ist mir also ein bisschen zu riskant, bei Wasser-Pokémon drin zu bleiben. Oh mein Gott. Es greift ernsthaft einen Tackle an. Gut, dann machen wir Kugelsaat. Oh, es braucht sogar Tree Hits, um besiegt zu werden. Woher wusste ich, dass genau dieser Fall eintreten wird? Okay. Zum Glück gibt es die Sache mit Hausbruch noch nicht. Aber ihr seht, ein Volltreffer bedeutet nicht automatisch, dass alle KP abgezogen werden. Dass alle KP abgezogen werden. Dass es immer einen Volltreffer weiterhin landet. Also es zählt nur der eine Hit mit dem Volltreffer und alle anderen danach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das in kommenden Generationen genauso war. Ich meine, es war oder ist nicht mehr so. Eine Tasse mit Pokémon-Zeichen. Natürlich siehst du das auch sofort, weil das natürlich auch sofort auf der Tasse draufsteht. Das ist das Erste, was einem auffällt, dass das ein Pokémon-Zeichen hat. Ich war früher genauso aufgedreht wie du. Ja, ich platze auch in den Türen einfach rein, klopfe nicht an und sage Hallo. Hallo, Matrose Igor. Igor. Du warst bestimmt in Russland. So, Muggelbaum. Machen wir mal Steinwurf. Ich will jetzt Seepär aus dem Spiel haben. Ja, Silberblick. Nicht so schlimm. Alles in Ordnung. So, dann machen wir Fußkick.
So, Seepär besiegt. So schnell geht das. So, weiteres Seepär. Da können wir jetzt mal auf Asiatisch wieder zurückrufen. So, guter Wechsel. Machen wir hier wieder Kugelsaat. Und das Ganze ist wieder relativ schnell K.O. So. Alle Pummeln gehen relativ genau mit einem Two-Hit-K.O. bei einem Kugelsaat drauf. Finde ich gut. Wir müssen aber in der Elektro-Arena ran. Das könnte durchaus schwierig werden. Wir haben zwar Sandan. Das kann aber nicht so gute Moves, wieso ich es eigentlich vermeiden möchte zu trainieren. Aber was bleibt mir denn groß anderes übrig? Ich habe Tauros. Selbst das kann aber Probleme kriegen mit Magneton. Ich weiß nicht so recht. Also es wird definitiv ein schwerer Kampf gegen Major Bob. Und ob das so gut ausgeht, keine Ahnung. So, ich meine aber in einer Kabine war noch ein verstecktes Item. Bloß wo? War das ganz hinten? Ich weiß es auch nicht mehr. Ach, du willst ja auch kämpfen. Das sind so die Kajüten wahrscheinlich für die Matrosen, wo dann hier alle pennen. Deswegen will auch hier jeder kämpfen. Matrose Tassilo. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es noch kein Tassimo. Ansonsten hätten sie sich wahrscheinlich dagegen entschieden, den Typen so zu nennen. Vielleicht hat auch Tassimo die Inspiration davon bekommen, den Namen zu verwenden. Meine Fresse. Wer weiß. Sterndu. Nee, bleib mal drin. Ganz, ganz offensiv. Ganz selbstbewusst bleiben wir hier drin. Ja, man kann auch Genesung bei voller KP einsetzen. So. Es war definitiv ein sehr guter Move von Sterndu gewesen. Feiere ich. Es war eine reife Leistung. Ja. Und du bist ein Kleinkind. Mit deinem Movepool. Ja, erhol dich mal lieber, ne? So, dann gehen wir hier raus. Nächste Tür rein. Menschenskinder. Und da sind natürlich zwei Trainer. Lass uns plaudern. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Schön. Toll, kann ich jetzt wieder gehen? Angler Albrecht will kämpfen. Der geliebte Angler Albrecht. Den gibt es auch in jeder Generation irgendwie. Mindestens einmal. Machen wir Steinwurf. Oh, Giftstachel. Nee. Was ein Glück. So, Steinwurf. Tentara besiegt. Gumgum auf dem besten Weg, das stärkste Pokémon zu werden. Menschenskinder, Level 24. Keine Initiative. Ist nicht schlimm. Wieder Sterndu. Nö, brauchen wir nicht. Gumgum macht das hier alles. Ich weiß gar nicht, wie viele Erfahrungspunkte braucht denn Mogelbaum bis Level 100. 800.000? Kann das sein? Das erreicht jedenfalls relativ schnell Level. Also ich glaube nicht, dass es eine Million EP braucht. So wie die Level im Moment ansteigen und im Verhältnis dazu, wie schnell der blaue Balken da unten ansteigt. Ist ja auch eine Erfindung der zweiten Generation, dieser blaue Balken. Das wird unterschätzt, ne? Das ist schon sehr wertvoll. Diese Information, wie viele Erfahrungspunkte man erlangt hat. Mal in der ersten Gen, das sieht man da nicht. Das ist nicht so schön. Und auch nicht so schön ist, dass Mushas jetzt Panzerschutz verwendet. Ich würde gerne angreifen. So, Mushas ist besiegt. Ich meine, es war hier in dem Bett gewesen. Ein Top-Äther. Sicher bin ich mir aber nicht mehr. Aber ich meine, es war hier. Nee, doch nicht. Okay. Vielleicht in der Pflanze. Ich habe auch keine Ahnung. Irgendwo war ein verstecktes Item. Okay, ich glaube, bei dem Punkt muss ich jetzt aber Mogelbaum rausrufen. Das ist auf jeden Fall viel zu riskant, drin zu bleiben. Wir haben eine sehr gute Alternative für Kampfpokémon. Es ist wirklich unglaublich, wie gut Paddy und Mogelbaum bzw. Tauros sich hier ergänzen. Also ohne dieses Geist-Pokémon wäre ich hier ziemlich aufgeschmissen. Also ich kann glücklich sein, dass ich Paddy so früh bekommen habe. So, Silberblick. Ja, Verteidigung sinkt, das geht. Mach nochmal Nachtnebel. Nochmal Silberblick. Eieieiei. Schlimm, schlimm, schlimm. Nochmal Nachtnebel. Komm. Ach, Mann. Das muss doch mal reichen. Geht doch. So. Ein paar Erfahrungspunkte. Nicht viele. Es reicht für Matrose Gunnar zu besiegen. Sag mal, irgendwo war doch hier ein Item. Das gibt's doch nicht. Es regt mich gerade so ein bisschen auf, dass ich diese Items nicht finde. Oder war das tatsächlich da hinten? Irgendwo. Ich komme da nicht mehr hin. Weil ich jetzt die Matrosen blockiert habe.
Ich weiß auch nicht, wegen dem Top-Aider muss ich jetzt nicht extra gucken. So, aber wieso ich gucken muss, ist definitiv wegen dem lieben Captain, weil das Schiff will ja ablegen. Und wir haben alle Türen jetzt durch. Das heißt, wir können das Schiff auch beruhigt verlassen. Manche Dinge macht man besser nicht. Also Rot ist auch durchaus manchmal gesprächig, aber nur manchmal. Ja. Jo, wir massieren dir mal den Rücken. Rubbel, schrubb, rubbel, schrubb, rubbel, schrubb. Ah, ich danke dir, es geht mir schon viel besser. Ja, natürlich, aber... Gib mir einfach die VM1. Ist viel leichter. Probiere es doch bei den Bäumen in Orania City aus. Werden wir machen. Aber als erstes werden wir vom Schiff gehen und der Miss Anne beiwohnen, wie sie den Hafen verlässt. Doch zuerst werde ich mich bei dir heilen. Es ist schon ein bisschen skurril, wenn ich das sage, aber ihr müsst euch vorstellen, wenn man besiegt wird und zu dem Schiff zurückkehren will, kann man zu dem Schiff zurückkehren. Also, wenn man schon den Zerschneider erhalten hat. Und dann sieht man, wie das Schiff ablegt. Man verlässt das Schiff wieder. Also, es ist schon sehr skurril. So. Wir wohnen jetzt einmal der MS Anne bei, wie sie vorbei tuckert, weggeht, auf Nimmerwiedersehen. Tja, und da sind die Rauchwölkchen. Dö, dö. Ja, und weg ist sie. So, und jetzt sagt er natürlich, das Schiff ist in See gestochen. Oh, Menschenskinder. Heieiei. Was ein grausamer Moment. Das Schiff ist weg. Können nichts mehr machen. Zerschneider, wo bist du? Im VM-Beutel. Auch eine exklusive Sache für diese Remakes hier. Nein, 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 nein. Oh, oh. Nicht gut. Kann niemand lernen. Ha, ich weiß, wer es lernen kann. Wisst ihr es auch? Richtig. Legende. Aber Legende ist in der Pension. Das heißt, ich müsste Legende abholen. So. Gucken wir mal, ob wir ein Pokémon haben, das den Zerschneider beibringen kann. Was haben wir denn hier so? Tatsächlich Sandan kann es lernen. Soll ich was dazu sagen? Oh, shit. Sandan kann natürlich den Zerschneider lernen. Sollte es zumindest, soweit ich das weiß. Yep. So. Maschine bereit. Oh shit, er lernte Zerschneider. Wunderschön. Ein gnädiger Abschluss für diese Folge hier. Wir haben dann doch viel trainiert in der lieben MS Anne. In der nächsten Folge aber wird's sehr, sehr spannend, denn dann geht's hier unter den Zerschneiderbusch weiter und ihr wisst ganz genau, was das bedeutet, nämlich es wird wieder Zeit für eine Arena und das wird diesmal keine einfache. Major Bob wird es uns nicht einfach machen und sein Rätsel ist auch der letzte Graus. Ja, dem Sinne, liken, hypen nicht vergessen. Hier sind noch ein paar Videos, die ich euch vorschlagen würde, mal anzusehen und ich bin jetzt aber weg und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums und tschüss.